Moin, letztes Wochenende, was wir wie war los bei uns in Gemein, das fing an Ile Meer an. Da hat der MTV Aurich, der Sportverein, einen Schnuppertriathlon veranstaltet. Da werden gerade fertig Lübi und das hat gerade Anklang gefunden. Das wird nur zweimal nach Leerzjahr und so als das Utsucht geht das eine Jahr damit wieder. Ja, und dann wir auch in Ludwigsdorf noch ein Lütje Flohmarkt an Plachfelde Straut. Und ja, Sonntag wir gerade wer, das haben sie auch ein Heilbild ankeken und das wäre eine prima Geschichte. Muss Kinder für werden, die wären in Wiesens unterwegs, da wäre ein Grundwettbewerb und die sind mit völlig spausten Bivers aus Kinder und haben auch gut aufstehen. Herzlichen Glückwunsch, Dotter. Ja, und dann hat Leerzweg auch noch die Gründung von der Verein für uns Kleiderkammer stattgefunden. Das war es nochmal wichtig, weil wir haben uns als Gemeinde ja umkümmert im Zuge von den Flüchtlingen, die aus der Ukraine gekommen sind. Und die waren das ja mittlerweile, das auch von Heilbild nutzt, was bei uns die Gemeinde, Kleiderkammer. Und von daher ist das nicht bloß mehr eine vorübergehende Erscheinung. Das lief wahrscheinlich, leider muss ich sagen, lange der Bedarf. Und darum hat man sich nur entschlossen, da für einen Verein zu gründen, weil da sind ja in Heilbild Ehrenamtliche aktiv. Und dann mit der Obseke Grundlauch, das machen können, hat man jetzt diesen Verein gründen. Und die machen der Arbeit aber in bewährter Weise wieder. Ja, das ist nur Ruchwächen Mount her, als wir die starke Überschwemmung bei uns in Gemeinde hatten. Und wir haben nur verleden Weg auch ja nochmal der starke Sturm hat, was uns auch nochmal Heibelschau gebracht hat. Aber vor allen Dingen wegen der Überschwemmung, wo wir es natürlich einiges überlegen. Das wird ein halbes Sündereignis, 12. Juli, aber kann natürlich so auf ähnlich auch immer Wirpes sein. Und darum muss wir sein, dass wir da Vorkehrungen treiben, dass das nicht mehr so viel Schau gibt. Ob das Bild sei ja da, wie es wo das mit den Schlungen und sein haben. Wir haben verschiedene Maßnahmen mal in Wege geleitet, aber das hält nicht allein, wenn Gemeinwart macht. Darum haben wir diesen Weg eine Gesprächsrunde hat mit Gemeinde Südbrockmeland, weil vor allem im Bereich der Bar steht, weil ja dort das Wald von Moda brennt, dort haben wir immer Probleme. Dann haben wir mit den drei Entwässerungsverbänden hier auch an Taube Seiten, der werden auch mit bei den Gesprächen dabei und auch Landkreis Aurich als zuständige untere Wasserbehörde. Weil jeder muss in seinem Aufgabenbereich seine Hausaufgaben machen. Das Waute muss wegloben können, darf man den Schloden schon mal worden, Frau genug muss das instand gesetzt worden. Das sind Schloden, die für Anliegen für zuständig sind, aber das sind auch Schloden, wo der Gemeinde oder Landkreis für zuständig ist. Das muss auch ein bisschen miteinander loben, weil wenn bloß ein seinen Schlodruck macht, dann hilft das auch nichts. Das muss eben, wie gesagt, abgestimmt werden. Dann ist es wichtig, dass wir eben mit Gemeinde Südbrockmeland auch Übereinkünfte kommen, dass das Waute, was von Moor abkommt, nicht mehr so mit Gebrüll hier bei uns in Gemeinde läuft, sondern dass das vielleicht auch Ausweichflächen gibt, Retentionsflächen, nennt man das ja von da auch. Und bei der Entwässerungsverbände muss wir natürlich auch gucken, wo soll die Entwässerung bei solchen heftigen Ereignissen, solchen Starkregenereignissen dann auch geregelt worden. Da gibt es auch Überlegungen, was die Pumpenleistung angeht. Dann ist eben auch wichtig, dass uns Feuerwehr ausgestattet ist mit leistungsfähigen Pumpen, um dort dann bedrohlich wird, auch das Waute wegnehmen zu können. Ja, wir haben uns darüber verständigt in dieser Gesprächsrunde, dass wird nun noch wieder Oberarbeit zwischen der einzelnen Einrichtung, wer sich um Wegsaugen kümmert. Und das finde ich halt prima, dass wir das so angehen könnt miteinander, weil, wie gesagt, das betrifft uns alle Einrichtungen und die Bevölkerung und dort muss ein bisschen Hand in Hand lopen, damit wir nächstes Mal da ein bisschen sicherer sind. Ja, letztes Weg haben wir darüber gesprochen, dass wir noch verschiedene Tiefbaumaßnahmen zu gehen haben. Und Tammo Füst von uns Baum hat darum haben wir gesagt, einmal mit dem ersten Kapellenwerk hier in Riebse-Hamrich, wo wir nur staunen, was man auch wird. Und mit Parkplatz von Karkow in Simonswald. Und wir staunen hier, wie gesagt, nur an das erste Kapellenwerk in Riebse-Hamrich. Hier soll der Straut noch mal was breiter gemacht worden.
Und wir erwähnen das auch deshalb, weil die Weiten mit 8 Mure weg wird uns da ziemlich dürr, weil wir da einen Grund muren. Hier wie andere Bodenverhältnisse, hier wird die Sanierung und Verbreiterung deutlich günstiger. Und der Bodenverband, der das hier gibt, gibt auch noch ein Geld dazu, sodass wir als Gemein hier mit überschaubaren Mitteln ein Stück weg Beete machen können. Wir blenden das hier auf der Kachel im Inn, wo das genau sitzt. Und ja, das ist ein gutes Beispiel dafür, wo das miteinander ein bisschen Beete lopen kann. Und wir müssen ja auch sagen, dass wir aus Wirtschaftswege ob Steh holen. An einigen Stehen haben wir all die Betonplatten gebrochen und auch Schotter drin vorn. Das ist eine Möglichkeit, aber wo die Bodenverhältnisse gut sind, da kann man eben auch hier dann mit anderen Mitteln richtig gut Wege herstellen. Wir melden uns nun, wie man es wollt. Auch diese Maßnahmen, die hier umgeht, haben wir ja letztes Jahr angekündigt. Der Parkplatz hier bei dem kommunalen Friedhof in Simonswald wird näher gemacht. Das wurde hier doch gehabt, voll für Sackungen. Und wie gesagt, was hier alles reden wird, die Parkplätze, die Einstellbuchten, da wird alles näher gemacht, sodass man auch hier wieder vernünftig parken kann. Und vor allen Dingen sind natürlich auch Herbühlt hier, die vielleicht nicht mehr sogar zu faul sind. Und das wird dann wieder säcke, die Mundkiesörchen dazu umknicken oder irgendwie in Lock trappeln und dann fahlen. Ein anderes auch, was hier eben auch noch gemacht wird, ist der Durchlass bei Dampfsteh. Der wird komplett dicht und bei den starken Regenfällen, die wir letztes Jahr hatten, ist das hier immer überlaufen, der Schlot. Und das wird in diesem Zug mitgemacht, damit wir da in der Zukunft auch Ruhe haben in dieser Sau. Ja, und das ist hier nur all gut vorankommen als Design. Ich denke, dass in der Gaudi-Jahreszeit, also was wir noch mitspielt, hier auch aufschloten worden kann. Und dann ist wer ein Projekt aufhaut. Wie stand hier nur auf Bauhof in Bankstede und Themen wie Stadt Hartmut Knopf? Moin, Hartmut. Moin, Arno. Du bist uns näher Bauhofsleiter. Volker Oltmanns haben wir ja verabschiedet in Vorjahr. Und du bist jetzt hier uns näher, Mann. Sie werden bist du hier Bauhof? 5.8. Das war mein erster Arbeitstag. Ja. Und dann gleich in der ersten Woche haben wir dann ja auch ein schönes Ereignis. Da ist ja die Gemeinde Ilo ziemlich betroffen worden, vor allem in der Bereich Simonswolde. Das waren ja so meine ersten Aktionen, die wir hatten mit dem Sturm. Ja, mit dem Sturmschaden und du erstmal voll in Einsatz war, wo ich halb Nacht unterwegs warst. Ne? Genau. Also voll in die Vollen. Sozusagen. Ja, genau. Ja. Das war kein irgendwie sachtes Reingleiten, sondern gleich mal zeigen, was geht. Du bist ja nur hier anfangen, musst dir erstmal so ein bisschen Einblick verschaffen, natürlich Eindruck. Wo suchst du so der erste Weg, wo ist das so laufen? Ja, im Moment fühle ich mich ja noch so ein bisschen als Lehrling. Ist natürlich alles noch ein bisschen Neuland. Ne? Ja. Ich bin ja so ein bisschen eher, komme so ein bisschen aus der Nummerierung raus. Jetzt fängt ja alles an mit Straßennamen. Da muss ich natürlich noch ein bisschen üben. Die Jungs zeigen mir das alles, aber wir haben ja ein gutes Team auf dem Bauhof. Ne? Mhm. Also Zusammenarbeit läuft gerade. Das ist top. Also die Jungs haben hier mich vernünftig aufgenommen. Ich fühle mich hier einigermaßen geborgen, sage ich jetzt mal so. Das kann man natürlich in der kurzen Zeit noch nicht sagen. Ja. Aber auch jetzt mit dem Sturmeinsatz, was wir gerade schon hatten, da kann man sehen, wie schön sie zusammenarbeiten. Und das freut mich. Das ist ein richtig schönes, tolles Team. Du hast selbst so ein bisschen als Lehrling, aber du hast natürlich vorher was gemacht. Ja. Erzähl uns eben, wo du für einen Einsatz wärst, was du gemacht hast. Ja, also ich war 30 Jahre beim Landkreis Aurich, habe da den Straßenwärter gelernt, habe dann auch Weiterbildung gemacht, bin Straßenwärtermeister und Straßenbaumeister und war da 15 Jahre als technischer Mitarbeiter der Meisterei eingesetzt. Ja. Natürlich eine andere Einrichtung für Grote, wahrscheinlich auch mehr Verwaltung. Aber ich denke, hier, Herr Wiebke, sein, du hast natürlich auch einen Büroarbeitsplatz. Die administrative Aufgaben, die nehmen immer mehr teil, ne? Ja, genau. Also das wird immer mehr. Die Verwaltung, das rückt immer mehr in den Vordergrund. Ja. Also das ist ähnlich wie mein Job vorher auch. Ja, und wir haben auch versucht, ein bisschen mehr Strukturen intern
aufbauen, dass wir um Kolleginnen haben, die Verbindung nach Rautus holen, damit administrative Aufgaben ein bisschen einfacher aufwickelt worden können. Richtig, ja. Ja, das ist das eine natürlich. Du sagst, du kommst auf diesen Bereich Straßen, ist ja hier auch immer ein großes Thema, wie sein in Achtergrund auch Schilde, Verkehr, das genau. ist ein Thema, aber natürlich auch Straßenunterhaltung. Ne? Ja, das ist ja unser nächstes Projekt, das ist ja Simons-Wolde Flohmarkt. Ja. Ne? Da stehen schon die nächsten Tafeln, die nächsten Schilder, die wir dann ja auch zur Verfügung stellen. Ja. Und für Inwohner ist es gemein, sein Bauhof ja vor allem, wenn sie irgendwie Straßenunterhaltung machen, wenn irgendwo Schlaglocken dicht gemacht worden oder am Rand irgendwie Schotter infüllt worden. Aber es gibt natürlich noch ein Heilbild andere Aufgaben. Kannst du halt irgendwie sagen, das ist der erste, wegen gibt es bestimmte Bereiche, wo du denkst, da muss man sich besonders um kümmern oder in die Funktion, wo du so Schwerpunkte vielleicht suchst für den nächsten Tiet? Da gibt es auch so ein paar Sachen, wo man noch so Ansätze schaffen muss, auch so ein bisschen, was die Straßenkontrolle und sowas angeht, sodass wir da wirklich einen Überblick über unser Netz kriegen. Aber wie gesagt, wir haben ja nur mit dem Sturmeinsatz einiges zu tun gehabt. Mhm. Da sind ja so bestimmte Sachen, die ich mir vorgenommen habe, ja erstmal wieder in den Hintergrund getreten. Ne? Ja. Weil wir immer noch mit dem Ereignis beschäftigt sind, dass wir am Aufräumen sind. Ja, gut, aber das ist natürlich auch ein Stück weit die Realität im Bauhof. Also man plant irgendwas, aber Tom auch kommt irgendwas dazwischen, was wichtig ist. Ja, ne? Genau. Also hier kann man sich nicht wirklich was vornehmen. Das kann dann mit einem so einem Anruf oder einem so einem Ereignis kann das dann zerschlagen werden. Und man muss ja so gesehen einen neuen Zettel nehmen und man fängt wieder von vorne an. Ja. Also Stichwort Flexibilität ist ein wichtiger Punkt wahrscheinlich. Ne? Ein ganz großes, genau. Weil immer wieder mehr Anforderungen kommen und was schnell umspringen. Genau, und wenn Gusten halt wichtig West hat, dann kommt an der Dach, weil was noch viel wichtiger ist. Ja, genau. Ne? Ja. Also Wort von A7 Truppen, da kennen wir auch jede Ortschaft, jeder möchte gerne was. Und ich meine, die Anleger kann ich natürlich auch verstehen, die gucken immer so auf ihre 30 Meter Straßenfront. Ne? Ja, hier wird ja leider nichts gemacht, ne? Aber wenn man mal das ganze Straßennetz betrachtet, sind wir kontinuierlich unterwegs und wir können natürlich nicht überall sein. Aber auch wenn der mal über den Tisch kommt, die Dinge wollen auch bald. Ganz genau. Ja. Wir haben unsere Liste, wir arbeiten es ab. Ja. Also da wird keiner vergessen. Ne? Hin und wieder rufen zwar noch welche an, hier liegen noch ein paar Zweige. Ja. Ne? Aber Simons Wolde hat jetzt erstmal Vorrang, gerade mit dem Flohmarkt. Ja. Ne? Und da hängen auch wirklich noch Äste in den Bäumen drin, die wirklich abgeschnitten werden müssen. Ja. Der muss natürlich in anderen Ortsteilen halt der Ast am Rasen mal liegen bleiben. Genau. Gut, Hartmut, danke, dass du uns ein bisschen Inblick gegeben hast. Ich wünsche natürlich dir viel Erfolg und auch Spaß hier bei der Arbeit im Bauhof. Und bedanke mich natürlich auch einmal für die Arbeit, die der letzte Wochen gemacht hat. Dankeschön. Ja. Ja, das kommende Wochenende, das steigt bei uns in Gemeinden natürlich unter den Eindruck von der Rot Flohmarkt in Simswold. Das hat ja lange Tradition, mehr als 30 Jahre. Und das fängt am Sonntag Nachmittag an, geht mit in die laut Abendstunden und Sonntag dann wieder. Und der Veranstalter verwacht, dass da wir auch 20.000 Leute kommen. Und wir hoffen natürlich auch, dass wir dann ein bisschen mitspielt. Moi wird auch, wenn das wir mitspielt für das Voltigierturnier, fand Peersportverein ILO, das in Bankstädte getragen wird. Da sind vor allen Dingen dann die jungen Leute, die sich für Peer interessieren, dabei. Ja, und wenn wir uns dann von der Feierlichkeiten von Wickenern verholt haben, dann geht da so langsam die nächste Feierlichkeiten an. Ich staue hier ja für uns HTG, uns Hermann-Tempel-Gesamtschule. Der feiert dieses Jahr 50-jährig Bestaunen. Und am Donnerstag, an Frauabend, ist hier eine Feierstunde, um dieses Jubiläum offiziell zu würdigen. Herzog Hellbild down hier, nicht bloß der Bau sucht heil anders aus. Das ist auch so, dass inhaltlich so ein Hellbild endet hat, nicht mit Fällen zünftig werden, die Anforderungen an Schkaul noch heil anders. Und die letzte große inhaltliche Veränderung wäre, dass die Schkaul als KGS, als kooperative Gesamtschule, utlopen ist und dass parallel eine integrierte Gesamtschule errichtet worden ist und damit so wie auch im Gaut stand. Und der Landkreis hat das kürzlich und bescheinigt, dass der HTG hier so richtig Gaut entwickelt hat. Besten Dank an alle, die dort beitragen haben. Und der HTG hat auch eben dort beitragen, dass das Gemein ILO so als Gemein zusammengewachsen ist, weil für den werden Herr Bühlt ja noch in der Schkaul in Höhe Mittelpunktschulen erst das halten die und sieht eben, dass der HTG gift, sind die Kind und Heil ILO hier zusammen und das hat uns gemein eben auch zusammengebracht. Ja, und deswegen haben sie natürlich ein Heilbild anmeldet, dann an den Weg
Freitag ist mit Ile Meer, mit Aqua, das ist dann ein großes Klassentreffen, wo alle ehemaligen inlaufen sind. Ich bin mal gespannt, wofür da kommen. Ich kriege mit ein paar hundert Lü. Ja, auf jeden Fall, bei allem, was die hier so vorgenommen haben, die weiten, heute blieb und gesund.